Och Mensch. Don't you forget about me. Don't you forget about me. So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 im Singleplayer. Heute bei Bernie Crane. Then Bernie opened the door. What's going on? Come in, come in. The haters are trying to kill me. The YouTube haters. I won't stand it. Er wird von 12-Jährigen verfolgt. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. To get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me. Yes. Oh. Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Oh, gosh. I found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go jogging and doing aerobics or playing ultimate disc, some guy comes up Früher and threatens my frisbee. Me. He's loco. Why is he threatening you? Because, I think just because I'm fabulous. Oh. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home. Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool. But listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Oh wei, das wird anstrengend. Let's go to Middle Park, Nix. Ach, nö, weißt du was, wir nehmen den Porsche. Oh, Komet, Verzeihung, den Komet. Oh Gott. Also, habe ich überhaupt von der Leute? Habe ich. Top. Not really. I keep active, you know. Is there a name for that fitness plan? I'd take a class if I could be guaranteed funds like yours. Oh, Bilder. Getting chased by the cops and being errand boy for the mob. Ah. Ach so. Na dann. Oh, Bernie ist zwar anstrengend, aber die Mission mit ihm sind echt lustig. Ach ja, das ist mein Humor, ja, bevor jemand fragt. Oh, schöne Plauze, Let's get our heart rates up, Nico. Remember to hang back. I need to charm him out. Wie das einfach Nikos Idee war und jetzt, oh Gott. Und jetzt einfach Bernie, so, ne, voll die, ach, ist egal. Vor allem macht das ja auch Sinn, wenn er noch eine Person hinter sich ruft. Und so, halt Abstand, damit er nicht sieht, dass wir zusammengehören. Hey Nico, alles klar bei dir? Also, mein Tipp ist für die richtige Geschwindigkeit. Ich spiele ja gerade auf dem Controller, ich halte einfach A gedrückt. Wenn ich ohne, dann wird er ja so gehen. Wenn ich so tippe, dann sprintet er. Und wenn ich einfach nur halte, dann joggt er so ein bisschen. Das ist eigentlich das optimale Tempo. Seht ihr ja selbst. Aber das kann man leider auch nur machen, wenn man Controller hat. Und auch angeschlossen hat. Und damit sogar spielt, habe ich gehört. Mensch, ach. Oh, voll auf die Klöten. Bag. Buah, dieses Bild. Schneid dir die Scheiße ab. So, jetzt kommt eine der behindertsten Verfolgungsjagden, die ich kenne. Weil wir jetzt auf Fajos fahren. Und ich meine, das ist natürlich mit Absicht so gewählt, weil das jetzt ziemlich behindert aussieht und ziemlich schwul. Und deswegen machen wir das hier. Übrigens, nochmal so ein kleiner Fun-Fact. Fajo
der Name dieses Rollers setzt sich, aus zwei Wörtern zusammen. Pajo, also dem Rollerhersteller für Roller, und Fag, also Schwuchtel oder Tucke. Also, ne, das ist die Beleidigung Fag. Und deswegen Fajo. So, wir könnten so langsam, glaube ich, mal anfangen zu schießen, weil er auch am Anfang so ein bisschen, ne... Das ist ziemlich bitter. Na, ich komme auch so aus dem Radius raus. Ist er gerade ins Wasser gesprungen? Wie komme ich denn jetzt hier ein bisschen rüber? Ups. Ah, das ist eine Leiter. Na gut. Verpiss dich. Meine Leiter. So, mal gucken, ob wir, wenn wir noch Glück haben, steht auch noch der Wagen da. Wobei, wo war das? Hier haben wir ihn, glaube ich, ja. Genau, hier wurde er geschlagen. Nee, Nico. Knapp. Ja, von mir aus dann halt so. Hauptsache ist, wir kommen so langsam mal wieder auf die Straße und kriegen ein Auto. Ja, da vorne steht er. Zu erkennen in dem pinken Jogginganzug mit der 68 hinten drauf. Bisschen provokativ. Ja, ja. Ich glaube, sein Wagen müsste doch ja noch irgendwo stehen. Hat mich nicht da vorne irgendwo gehalten? Na komm, springen wir hier rüber, Nico. Hat ja ganz keinen Sinn. Ach ja, komm, dann nehmen wir uns jetzt einfach irgendein Auto und gut ist. Oh, das ist, das war schon so. Der Wagen gehört mir. Geht's, Bernie? Ja, eigentlich hatte ich hier geparkt, aber hier steht er nicht mehr. Okay, dann nicht. Gut, damit wäre eigentlich diese Mission schon wieder so gut wie beendet. Wir bringen ihn jetzt noch zu Perseus. Und dann zieht er sich noch was Schönes an. Und dann führen wir ihn aus und dann... Knickknack. Und so. So wird das laufen. Richtig. Ups. Gut, er hat's noch gesagt. Das muss man jetzt wirklich zugeben. Er hat noch gesagt, slow down, aber habe ich nicht gemacht. Und da ist halt gekracht. Es hat sich gereimt. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Boah, der war nicht schlecht, Leute. Der war nicht... Ja, der war schlecht, doch. Kommt da irgendwie nochmal so ein bisschen Dialog jetzt, Leute, oder? Nee. Schade, ich dachte, der überschlägt sich, wenn ich da so reinfahre. Hat er nicht. Ups. Vielleicht haben wir ja Glück und jetzt treffen wir hier gleich nochmal Jeff. Jetzt ist nämlich mal Mittag. Was sagt es? 16 Uhr, ja. Okay, jetzt geht's wieder, sorry. Hatte kurz, yep. Das ist richtig, das war wirklich furchtbar. Furchtbar schlecht gefahren. Tschüss, Motorhaube. Ja, spring einfach aus dem fahrenden Auto. Boah, jetzt macht kein Name Thomas Gottschalk draus. Boah, wie der da reinzweigert. Ja. So. Oh, das sieht, glaube ich, ungesund aus. Wir versuchen, ich möchte unbedingt, ich muss mal gucken, wie viel, ich wollte mir mal eine Liste raussuchen, welche Stranger-Missionen es gibt, da kann ich einfach gucken und schon vergleichen, was wir so haben. Weil ich möchte echt alle Stranger mal überfahren haben. Genau. Och, Mann. Oh, ich glaube, der ist tot. Jo, der ist wirklich tot. Ja, ja. Gleich. Ups. Mann, der steht doch sonst immer hier. Wieso steht er hier nicht? Gut, wo ist denn Gary? Drüben im Gefängnis, ne? Ach, wir machen auch die Bernie-Mission fertig, dann haben wir es hinter uns. Holy shit. Oh, Dwayne, ruf mal an. Nico,
Es ist schwierig, aufs Handy zu gucken und gleichzeitig zu driften, möchte ich anmerken. Oder generell zu fahren. Dwayne, it's me. I'm not going to be able to make that meal. Okay, fine. Some other time, I guess. Oh, die Musik kann man sich ja nicht geben. Oh, das sah ziemlich schmerzhaft aus. Nochmal. Ach, schade. Alter, ich sah ja voll rausgeflogen, ne? Perfekt. Und jetzt haben wir noch einen vierten Arbeitgeber. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. I'm not legal. My friend just turned up. I think he can help. I love you. Screw your wife, honey. This is for real. Jesus H. Nico. I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cold. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. Ah, no sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay. That's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. But he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on! Ach Mensch, ja. Kriegen wir wieder ein schönes Auto? Ja. Eigentlich könnten wir dafür den Wagen benutzen, mit dem ich gekommen bin, aber, nee. Gott sei Dank ist es nicht allzu weit weg und mit dem Auto sind wir auch recht flott da. Das war knapp. Oops. We're going to show them. Who's blackmailing? We don't know. They won't even meet us themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss. We won't be pushed around. No way. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier so bescheuert durchs Land fahre, ich weiß ja schon, wo es hingeht und das geht wirklich. Where is Bryce? We wanted to speak to him, not his red voice. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Visual News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How'd you like that? Dmitry Raskolov only asked once. Your lover's career is over. Dmitry. Fucking Dmitry. Quietschende Reifen auf Sand. Nee, ist klar. So, wir werden jetzt mal so ein bisschen, ne? Ich hoffe, dass das wieder richtig schön knallt wie beim letzten Mal. Und tschüss.
think you killed him. Thank you. All right, the guys are dead. I'll take you back to your place. Das hat ja wirklich mal gut, ganz gut geklappt. Das fand ich schön. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Mission oder maximal zwei mit Bernie. Und dann ist das auch schon wieder erledigt. Weil ich glaube, wir haben meistens immer nur so 3-4 Missionen pro Auftraggeber. Und ich möchte so langsam mal die ganzen Auftraggeber abschließen. Would kill Bryce if he didn't have his career. Maybe he should have thought about that when he started dating you. Not that there's anything wrong with dating you. Your choice is your choice, man. But he should have thought about who he was before getting elected on the family values ticket. Here we are. Look after yourself, yeah? I hope Dimitri and his people back off now. Thank you so much, Nico. I'll speak to you soon. Alter, es gab gut Kohle. Der hat's ja. Ja. Oh, Stranger! Nein, ist das Grip. Wer ist das? Hey, Nico! Hey! Nico, it's Marnie! Hey, how are you? Are you off the heroin? Mostly. Right, okay. It is okay. Fucking dick. Calm down. See you later. Fuck you! What's wrong? I can't do it anymore. I can't do it! I'm really fucked up this time. I screwed over a job. I'm gonna get killed. And I'm not really like this. No? What kind of heroin-addicted prostitute are you like? I've got a nice family. I'm just fucked up. I've gotta go home. Can you take me to the station? I've got a mom and a dad, and they're not so bad. I've got to go home. Where's home? The Midwest. I mean, it's pretty boring, but this is no life. I mean, look at me. I was a fucking cheerleader once. Hey. Come on, let's go. I gotta get to Grand Eastern Terminal. Stop! Where can I take you? So we need to go to Ivy Drive South. Hey. Hab ich da gerade $2 für bezahlt dafür, dass ich einen wieder ausgeschickt habe? Das ist doch bescheuert. Oder vorne stand auch der Tourismo. Och, Menno. This is a good move. How long you been living on the streets? Ever since I got to this city. On my way here, I actually thought it was going to be different. Thought that in Liberty City, everybody was a somebody. Maybe some big producer was going to discover me on the street. Didn't go like that, did it? Well, some producer discovered me, but I didn't exactly end up in a Vinewood movie. I ended up with a 2-bag-a-day habit and videos of me doing shit I hadn't even heard of on the internet. Motherfucker. They pick us up when we get off the bus. Girls and guys. Wish I'd known that before I got here. I wish you had too. An diese Mission kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich habe die noch nie gemacht. Komisch. Tja, schade, dass der Dialog schon... Ich hätte noch ein bisschen länger zugehört. Ach, Männer. Auswahl verpasst. Ja, hier sieht man halt wieder, dass GTA 4 sehr lustig sein kann, gerade so in Sachen Bernie. Aber dann gibt es auch halt wieder den Kontrast hierzu, wo das Spiel echt ernst ist. Das war interessant. Here we are, Nico. Thanks a bunch. Have some cash, Marnie. Look after yourself. I'll try, Nico. Thanks. I was right. You are sweet. Tja. Da hier so schön viele Taxis stehen, fahren wir jetzt noch zu... wir fahren zu Phil. Dann haben wir die Mission auch schon mal erledigt. Die merke ich nämlich auch nicht so.
Where can I take you? Phil. Und dann gibt es die Folge nämlich im nächsten Part. Also die Mission gibt es dann im nächsten Part. Ich hoffe, es klappt alles so, wie es klappen soll. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und tschö, tschö.